wir wieder verticken. Und ich glaube, ich brauche. Ja, ich brauche hier ein bisschen Holz. Um noch ein bisschen mehr Eisenminen hier hinten zu bauen, weil Eisen ist eine ziemlich gute Geldquelle. Wie man ja schon gesehen hat, ich habe vorhin drei Eisen für 25, also 5 Eisen sind hier 125 Gold wert. Und sie sind nicht so krass, weil wenn man nachdenkt, für 125 Gold kann man gute 10 Bogenschützen herstellen, die auch schon ziemlich viel ausmachen. Okay, ich habe langsam zu viel Getreide, aber das Mehl läuft eigentlich auch ziemlich gut. Ich glaube, ich brauche mal ein paar mehr Holzfäller. Hier hinten haben wir noch genug Holz. So, mal hoffen, dass das reicht jetzt. Was hier ziemlich scheiße ist, weil dann kann ich ziemlich böse auf meine Leute ballern. Weil ich glaube, zu meinen kommt er noch nicht hin, aber zu denen, das kannst du vergessen, dass der überhaupt hier irgendwas baut. Und kommt auch schon wieder mit Sklaven. Und sieht mal, was die Sklaven machen. Die fackeln nämlich alles an und das ist unglaublich nervig dann. Weil wenn du nämlich dann mal ein ziemlich eng gebautes Gebäude hat, ziemlich eng gebaute Siedlungen hat. Scheiße, kommt der jetzt raus. Mein Gott, bist du dumm. Wenn man eine ziemlich eng gebaute Siedlung hat, wie ich jetzt baue, wenn da einmal was brennt, brennt da alles. Und das ist natürlich ein bisschen, ja, nicht so jetzt. Nicht so das Ziel des Spiels, alles abbrennen zu lassen. Und mich, also, man baut hier ziemlich schnell schon an. Man kommt auch ziemlich einfach zu sagen, das Spiel ist jetzt nicht wirklich schwer. Also man quält sich bei dem Spiel jetzt nicht ab. Natürlich ist es beim Deathmatch einfacher, weil man natürlich gleich mal am Anfang gleich mal alles kaufen kann. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. Aber sonst ist das Spiel mega einfach. Ich glaube, dann baue ich die Schmieden so außen rum. Und die Brauereien, da reiße ich die nachher ab und baue sie hier hinten hin. Aber was ich jetzt zuerst nochmal baue, ist noch eine Herstellung. Eine Pfeilmacherei für ein paar Bogen. Ein Bauer befindet sich auf dem Weg. Bin zur Stelle. Wir haben zwei neue Bogenschützen ausgebildet. Den unterstützen wir mal mit 7 Bogenschützen. Ist vorne hier das Schwein. Weil der kommt mit seinen Armbrustschützen nicht so gut gegen die Sklaven, aber sie ziemlich lang zum Nachladen brauchen. Darum schicke ich ihm mal ein bisschen bereit. Unterstützung. Beim Essen sieht es auch noch gut aus. Und Stein habe ich auch noch ziemlich viel. Eigentlich reicht ein Stein jetzt vollkommen. Ich verkaufe es eh fast schon die ganze Zeit. Ihr habt nicht genügend Güter. Dann kaufe ich auch ein bisschen Holz ein, weil Holz dauert immer so lang. Das ist so nervig. Das ist eigentlich fast das nervigste, der nervigste Rohstoff im ganzen Spiel. Habe ich eigentlich schon vorne Schweinefarm gebaut? Habe ich gut. Für Lederharnische, aber ich habe vorhin schon gesagt. Sehe ich jemanden Dreierweg frei? Ne, Zweierweg lasse ich frei. Ne, Dreierweg lasse ich frei. Ich baue gleich mal 2 Lederharnisch. Hersteller und ein Schwerthersteller. Da sollte man am besten immer umstellen, wenn man natürlich Schaltkörbe haben will, dass man auch die Schaltkörbe herstellt. Und den stelle ich mal auf Armbrüste um. Wir werden überfallen. Weil meistens sind meine Angreifer sind eigentlich meistens Bogenschützen, weil die Armbrustschützen vor der Burg ziemlich abscheißen, weil die brauchen natürlich so lange zum Nachladen. Da habe ich meistens Bogenschützen, die gehen vielleicht ein bisschen, die gehen sogar ein Stück schneller drauf. Eure Befehle? Oh, ja, ein paar Bäckereien, würde ich sagen, weil das Mehl. Dann bauen wir noch eine Mühle. Und 2 Bäckereien. Sobald man Platz hat. Was natürlich auch klar ist, man braucht immer so ein Feld frei, man braucht auch eine Möglichkeit, dass der Typ da hingelaufen kann und arbeiten kann. Bin zur Stelle. Aber eigentlich wird ja alles ziemlich schnell angezeigt, also wenn der Typ nicht hinkommt, dann steht der da vorne rum und steht halt da. Das merkt man ja eigentlich. Wenn da einer nicht arbeitet. Ich habe jetzt ziemlich gut eine Reihe gebaut, das ist eigentlich ziemlich cool. Habe ich nicht. Scheiße. Ja, Olle. Mach mal einen Abgang. Dankeschön. Ist ein bisschen blöd jetzt, aber egal. Also eine Festung ist natürlich auch ziemlich klar, aber das Wichtigste beim ganzen Spiel, weil sonst kommen natürlich die ganzen Feinde reingelaufen. Ich kaufe mal ein bisschen Stein, um sich alles ein bisschen zu beschleunigen. Wir machen auch schon mal ein paar Steuern. Eine Nachricht vom Schwein. Mein Meister glaubt, dass wir diesen Krieg. Ach, auf einmal, oder? Das Coole ist bei dem. Wegen der Ansicht sieht das eine ein bisschen länger aus als das andere. Seht euch vor, Ritter! Seht euch vor!
Schon wieder ein bisschen zu mir durch, du Drecksack. So, dann baue ich auch vorne gleich mal einen Turm hin. Turm hinbauen ist immer ein bisschen schwerer. So. Und so. Ein Stückchen länger. Ja. Und ganz guter Tipp, baut immer sofort eine Treppe. Weil wenn nämlich der Feind dann vor der Tür steht, und man hat nur ein Tor zum Beispiel jetzt, und der Feind steht jetzt dann da, dann kann man die Typen nicht mehr auf die Welle schicken, weil die kommen durchs Torhaus, kommen die hoch. Aber wenn es zu ist, kommen sie nicht mehr rein. Und dann können die natürlich nicht auf die Welle, dann kann man die nicht gut verteidigen. Und wir haben auch schon wieder haufenweise Eisen. Hoi. Hoi. Ja. Kommt der herein? Bogenschützen bereit. Was ballert mir die... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich hart. Fick dich hart. Nein, 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 nein. Ballert sie ab, ballert sie ab, ballert sie ab, ballert sie ab. Okay, sie beginnt dann. Oh, gut. So, das ist jetzt gleich richtig böse geendet. Und sorry für den Kraftausdruck gerade. Sind auf dem Weg. Tut mir leid. Aber das ist so scheiße. Also, ihr wollt es nicht glauben, wie scheiße es ist, wenn die komplette... Wenn die komplette Festung brennt. Also, da muss man echt einmal nochmal alles abreißen, alles nochmal bauen. Und da wird man verrückt. Also, wenn die Festung brennt, ist echt nur das Schlimmste, was einem passieren kann. Und los! Und marsch! Darum sollte man bei diesen arabischen Gegnern immer so schnell wie möglich eine Festung bauen. Fett unsymmetrisch, aber egal. So schnell wie möglich eine Festung bauen, weil die kommen natürlich ziemlich schnell mit Sklaven an, weil die sind ziemlich schnell. Und dann fackeln die dir alles ab. Das ist so, also da kann man sich so in den Arsch beißen. Ich habe noch, es ist mir einmal passiert, ey, dann bin ich aber so ausgerastet. Ja, Leute. Ja. Nö, die denken gar nicht, damit abzuballern. Das ist denen egal. Bin zur Stelle. Achtung. Ich glaube, ich baue noch einen Pfeilmacher. Ich sterbe ein bisschen lahm hier. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Sire? Waffen geschultert! Vorwärts! Bogenschützen bereit! Zum Tor wird es bei mir jetzt auf jeder Seite geben, weil von jeder Seite irgendjemand kommt. Und vier Tore verteidigen ist es auch, also verteidigen ist eigentlich bei dem, wo ich jetzt meine Stellung habe, ist verteidigen nicht schwer. Da habe ich Wolf, hier habe ich Schwein, also ich muss hier gar keine Angst haben. Ist nur wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 schräg. Am besten auch noch in der Mitte, aber ich glaube, ich baue ein großes Tor, das ist viel cooler. Wir benötigen Steine. Sieht man schon, das Vorratslager wird ziemlich verdammt schnell voll. Guten Morgen, eure Lordschaft. Versuch mal symmetrisch zu bauen. 1, 2, 3, 1, ne, hier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Gut, hier habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jetzt bekommen wir wieder ein bisschen Eisen, um wieder ganz kurz Ausstellung zu kaufen. Scheiße. Also ich baue meistens ziemlich große Burgen, weil ich habe ziemlich viele Sachen meistens drin. Weil die Bäckereien werden mir ja wahrscheinlich noch nicht ausreichen. Wobei, Ihr seid der drittgrößte Herrscher. War da auch noch zwei Stück hin. Und eine zweite Schenke brauche ich eigentlich auch noch. Verdammt, es riecht nicht aus. Fug.
Okay, bei 2 Schenken sind wir mal so spendabel hier, weil genug. Okay, nee, genug haben wir eigentlich nicht. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude...